Die Menschen leben nicht länger, sie sterben länger. Ich war 49 und hatte den Eindruck, 50 werde ich nicht mehr. Ich kam auf einer Trage ins Krankenhaus und die Ärzte diskutierten, ob ich einen dreifachen Bypass bekomme. Der Arzt sagte, ich hätte Nierenversagen im vierten Stadium. In 6 Monaten sei ich in der Dialyse oder tot. Du hast das Gefühl, du verlierst die Kontrolle über dein Leben und sie machten mir überhaupt keine Hoffnung. Alle 34 Sekunden hat jemand in den USA einen Herzinfarkt. Neue Zahlen der Regierung zeigen, Menschen im Süden haben das höchste Risiko, an Krebs zu sterben. Jede dritte Frau stirbt an einer Herzkrankheit. Fettleibigkeit nimmt in den USA zu, nicht ab. Wenn Sie einen Patienten mit Herzinfarkt haben und einen anderen mit Bluthochdruck und einen weiteren mit Diabetes, müssen Sie nur einen Schritt zurücktreten und fragen, was verursacht das alles? Das System bezahlt Pillen und Operationen, aber nicht, dass man etwas für die Patienten tut. Man bekommt kein Geld, wenn es ihnen besser geht. Wir lernen, wie man Krankheiten behandelt, aber nicht, wie man sie verhindert. Die pharmazeutische Gemeinschaft hat die Regierung viel zu sehr unter Kontrolle. Die Lebensmittelbranche ist eine Billionen-Dollar-Industrie, die ähnlich vorgeht wie die Tabakbranche. Sie bezahlt Wissenschaftler und finanziert Studien. Wir wissen vom Rauchen, dass die Öffentlichkeit nicht gerne belogen wird. Wir hatten das Heilmittel. Wir hatten es seit Jahrzehnten. Der Arzt sagte, diese Frau behauptet, Lupus zu haben, aber wir finden keine Anzeichen dafür. Es ist wirklich schön, etwas zu tun, wenn man Ergebnisse erzielt. Es ist das Beste, was mir je passiert ist. Es hat mein Leben gerettet. Der Arzt sagte, Sie sind kein Diabetiker mehr.